Juten Huhu und herzlich willkommen zu einem mal wieder neuen Projekt auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir Euro Truck Simulator 2 und zwar als Firmensache. Das heißt, ich werde mich ganz unten als Berufskraftfahrer verdingen und dann irgendwann die eigene Firma haben und ausbauen und so weiter und so weiter. Dazu legen wir erstmal ein Profil an. So, nee. Ein Männerkopf wäre schon besser. So, dann kicken wir mal, welchen Gesichtseimer wir hier nehmen. Passt ja nun mal, ja, Kinder. Ja, hier ist cool. Nee. Was haben wir denn da? Nehmen wir ihn hier. So, bevorzugtes LKW-Design. Jo, ich habe beschlossen, ich werde hier so einen motorisierten Holzschuh von Frau Antje nehmen. Und zwar den DAF. Und ein Firmenlogo werden wir auch machen. Nehmen wir mal hier diesen, was das doch immer ist, obwohl, warte mal, haben wir da nicht vielleicht eine Firmenlackierung? So. Das stimmt hier übrigens nicht. Da steht da HT, das muss doch SL heißen, verdammt. So, jetzt hat es hier nämlich auch ASL World Trends. Sehr schön. So, die Steamplot wollen wir nutzen. Ja, wir, jawolla, und erstellen. Los geht's mal. Hoppala. Los. Sorry. Aber eigentlich sollte das blau leise sein. So, Lenkachse ist richtig. Zögern sich um unbestimmte Zeit. So, wie die Stadt, wenn du beginnen möchtest. Ich werde nicht außerhalb der Festplatte anfangen. So.
erstmal ein paar Sachen einstellen, nämlich Musik aus. Wiedersehen. So, Sandlautstärke machen wir mal auf hier so. Ein bisschen was wollen wir ja, aber das ging ja gar nicht. So, dann haben wir, genau, Gamepad Joypack. Da muss ich erstmal gucken, wie sich das steuern lässt. So, Lenkachse ist richtig. Genau. Genau. Was habt ihr nur davon? Genau. So, dann haben wir hier Knöpfe und Knöpfe. Ah, Joystick links. Genau. Da ich ja mit Automatik fahre, weil ich den Benzin nicht selber umrühren möchte, brauche ich natürlich hier. Ich glaube, ich habe den falschen Controller. Wir gucken mal. Genau. Genau, Tempomat ist C. Nö. Da ist Tempomat, Geschwindigkeit erhöhen. Geschwindigkeit verringern. Sehr schön. Stimmt ja fast alles. Geht doch. Quatsch. So numm. Genau. So, Innenansicht machen wir auch anders. Sehr schön. Sollte jetzt alles so sein, wie es ist. Halt, Fernlicht haben wir vergessen. Genau, Joypad rechts. Okay, na dann gucken wir mal. Halt. So, genau. Zeige LKW-Geschwindigkeit, Bußgelder, ja. Müdigkeitssimulator, nein. Sehr schön. Dann sollte es jetzt losgehen. Unser erster Auftrag wartet. Wir sollen nämlich, das geht schon mal gut los, von Trameri Metallschrott nach woanders hinbringen. Licht an. Hier fahre ich so ungern raus. Guckt ihr, wie oft ich mich am Anfang da hingehängt habe. So, das ist dieser motorisierte Holzschuh von Frau Antje. Ist aber leider noch nicht unser. Wir haben momentan noch keinen. Praktisch nur ein Leihwagen.
Aber wir arbeiten darauf hin, dass wir einen neuen kriegen. So. Kann man in eine grüne Farbe nachkippen? Ich will weiterfahren. Geht doch. So, und abgeben tun wir den Metallschrott bei Trado. So, ich nehme immer das in Eile überspringen, weil ich bin halt in Eile. So, 2 Kilometer gefahren, 361 Euro gemacht und 2 EPs bekommen. Hurra! So, da wir ja wie gesagt noch keinen eigenen LKW haben, sieht man hier, hier hätte man dann nämlich andere Aufträge. Lassen wir uns als Berufskraftfahrer anstellen. Guck mal nach, wo wir hier durch die Gegend eiern. Also ich hätte was von Bratislava nach, Quatsch, von Budapest nach Bratislava mit dem Scania S-High-Roof oder mit dem MAN TGX Euro 6. Den fahren wir nicht. Ich fahre ja nicht Bruno. So, Trado, Budapest Kosice mit dem Volvo, Scania. Nee, wir wollten ja da fahren. Mal gucken, ohne Renault T. Da. Dann fahren wir einen Vorratstank von Budapest nach Banská Bystrica. Das Schöne ist, wenn, weil ich einfach nur der Kraftfahrer sind, nehmen wir den LKW dort in Empfang, wo er schon geladen hat, und fahren dann da einfach weiter. Wir fahren also von Ungarn in die Slowakei. Einmal über die Grenze. Die letzten Worte eines Beifahrers. Rechts ist frei, aber hier ist links frei. Ich habe Post. Jetzt sagt er mir jetzt, wo kein Briefkasten in der Nähe ist. Mein Gott. So, dann werden wir hier mal auf die Hauptverkehrsstraße einbiegen. Wenn da mal grün wird. In Budapest wird viel gebaut, wenn ich da hinten die Kräne angucke. So, dann geht's mal los. Dann werden wir hier mal mit 50 durch die Stadt eiern. Mal gucken, ob ich ankomme. Grün ist, wenn ich da ankomme. Ja. Das ist sehr vernünftig. Solltet ihr euch dann auch mal vom Fleck bewegen. Nee, ist ja nicht wahr. So, rechts auf der Karte sehen wir dann noch ein Fragezeichen. Das heißt, dadurch, dass wir den LKW-Händler gefunden haben, wird das eine Arbeitsagentur sein, weil wenn man hier seine Garage ausbaut, die übrigens gleich daneben ist, diese graue Zeichen da mit dem, ja, dann kann man hier nämlich sich eine Garage kaufen und wenn man die ausbaut, kann man da Leute einstellen. Die teilt man dann einen zuvor gekauften LKW zu. Und dann verdienen die einem ein bisschen was an Geld. Und je mehr man von diesen Arbeitsagenturen findet, umso mehr Auswahl hat man dann an Angestellten.
Kann man sich lauter Sklaven anschaffen, die dann für ihn schuften müssen, wenn man selber immer noch schuftet. So, sehr schön. Freie Fahrt. Dann wollen wir mal. So, da vorne wird hier blitzt. Also schön lächeln. Da wollen wir kein dummes Gesicht machen, wenn wir schon aufs Foto kommen. Guten Tag. So, jetzt können wir Yes heben. Der Blitzer ist vorbei. Ballon fahren. Das wäre mal so überhaupt nichts für mich, da ich so ein kleines bisschen an Höhenangst leide. Aber ist bestimmt schön, wenn man da von oben so runter gucken kann. Allerdings beim Ballonfahren ist auch immer wieder so eine Sache. Du weißt halt nicht, wo es hingeht. Je nach Windrichtung hast du entweder zur Auswahl Meer oder Berge. Hätten eigentlich dann Vorfahrt. Ja, kann ich froh sein, dass da keiner kam. So, wo geht's denn dahin? Nach vier Kreuze. Kenne ich nicht. Aber das ist bestimmt schön. Tankstelle, aber ich weiß nicht, wie viel haben wir? 132 Kilometer. Quatsch. Doch mal einen Lenkrad kurven, das macht sich halt besser als mit so einem Controller. So, wir passieren jetzt die Grenze zwischen Ungarn und der Slowakei. Hier darfst du Landstraße 90 fahren. Die sind ja mutig. Schön die Sonnenblumenfelder links.
95 Kilometer haben wir noch bis zum Ziel. Und die nächsten Sonnenblumen. Slowakei, das Land der Sonnenblumen. Tja, Meister. Nicht vor der Kurve überholen wollen. So hat es nicht prickelnd. Eine schöne Gegend hier. So, unaufhaltsam nähern wir uns unserem Ziel. Ein Frischfleischtransporter. Wir scheinen uns in irgendeiner Stadt zu befinden, uns oder zu nähern. Nach links geht es nach Vaskavistica, nach rechts nach Kosice. Von da kommt nichts und von da. Sag ich einfach mal so, kommt auch nichts. Blinken wir natürlich ohne Alternative. So. Damit sind wir gleich da. Wohl 50 sind es, was ich gerade. Manchmal kannst du echt butterweich hoppala lenken und manchmal da geht gar nichts. So, dann darf ich für den Rest 37 Kilometer auch die Autobahn benutzen. Sieh, du schaffst es. Reizen wir das mal völlig aus. Da scheint ein Flughafen in der Nähe zu sein. Tatsächlich. Vaskavistica hat also einen Flughafen, gut zu wissen. Falls ich mal nach der Slowakei möchte. Ich weiß, nach Banska kann ich fliegen. Nee, nächste Abfahrt.
Natürlich. Erster Aufenthalt in Banská Bystrica. So, muss ja nicht noch eine Überfahrt einer roten Ampel dazukommen. Also, lassen wir das mal. So ein Kack, ich hätte mal schon links hinstellen sollen. Ich hoffe, der fährt rum. Mut du rum? Weil wenn er nicht rum muss, habe ich ein Problem. Der muss nicht rum. Naja, ging ja trotzdem. So, da vorne ist das Ziel. Wird ja meist der Weg ist das Ziel, aber in dem Fall ist das Ziel das Ziel. So, kriegen wir die Grünphase noch? Jopp. Plonk. Haben wir erstmal Tag gesagt? Und angekommen. Sehr schön. So, da gucken wir doch gleich mal aus. Gezeichnet. 2940 Euronen. Und fast ein Level up. So, dann küken wir uns mal an. Was hat denn die attraktive Kredite für Ihr Unternehmen? Besuchen Sie deutlich immer viel. Das ist gerade schlecht, weil ich bin gerade unterwegs. Ausstellungsräume in Salzburg von DAF-LKWs. Ja, dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Hightower.